Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Market Insight, präsentiert von GKFX. Diese Woche stand an der Börse unter dem Eindruck der Terroranschläge von Paris. Aber nach einer Phase des Atemanhaltens hat der Markt der Terrorangst getrotzt. Ein weiteres Thema auf dem Parkett waren die Notenbanken. Man schaute dabei auf das Protokoll der jüngsten FED-Sitzung und es gab Spekulationen über weitere Maßnahmen der EZB, was die Kurse durchaus beflügelte. Nach der Stabilisierung vom Wochenanfang sorgte dann am Dienstag unter anderem ein überraschend starker ZDW-Index für steigende Kurse. Der ZDW-Index für die Konjunkturerwartungen ist im November gestiegen auf 10,4 Punkte, nach nur 1,9 Punkten im Vormonat. Experten hatten nur mit einem Anstieg auf 6 Punkte gerechnet. Schöne Überraschung also für den DAX, der sich in der Folge immerhin so auf wenige Pünktchen an die 11.000er-Marke heranpirschte. Damit war es dann am Mittwochmorgen erstmal wieder vorbei, nachdem am Dienstagabend das Fußballspiel Deutschland-Niederlande abgesagt worden war. Da kehrte zwischenzeitlich mal kurz die Terrorangst auch hier auf dem Börsenparkett zurück. Allerdings schon im Laufe des Mittwochs hat sich das wieder relativiert und am Donnerstag hat der DAX dann die 11.000-Punkte-Marke wieder geknackt. Bei den Erwartungen an die Notenbanken zeichnet sich mittlerweile ein klarer Kontrast ab. Während das Protokoll der jüngsten FED-Sitzung immer mehr auf eine Zinserhöhung im Dezember schließen lässt, erwartet man von der EZB weiterhin eine klar expansive Geldpolitik. Aber auch in den USA geht man eher von moderaten weiteren Schritten aus. Und nach den vielen Spekulationen würde der Markt Fakten dann doch auch mal begrüßen. Die Berichtssaison, die ist so ziemlich durch. ThyssenKrupp hat in dieser Woche noch Zahlen vorgelegt und damit den Markt erfreut, denn man hat hier von Einsparungen und dem schwachen Euro profitieren können. Sieht also wieder besser aus bei dem Stahlkocher. Und bei mir an der Börse jetzt Arkadiusz Baczynski, Marktanalyst bei GKFX. Herr Baczynski, der Euro und der Dollar reagieren natürlich entsprechend auch immer ganz klar auf Spekulationen um Geldpolitik der jeweiligen Notenbank. Wie sieht es da im Moment charttechnisch aus bei dem Währungspaar? Also wenn wir uns mal den Chart anschauen beim Euro zum US-Dollar, da sehen wir ja einen langen Abwärtstrend. Wir haben zweimal oben versucht auszubrechen, da sind wir gescheitert. Wenn wir jetzt von der reinen Charttechnik ausgehen, sind wir jetzt auf dem Weg Richtung 104, 105. Da ist ja eine Widerstandszone. Die ist ganz wichtig, weil wenn diese nicht hält, dann können wir ganz schnell Richtung Parität durchrutschen. Allerdings besteht hier eine Chance, weil die Charttechnik, wir sehen das auch am RSI, sind wir stark überverkauft, dass wir hier einen Abpraller nach oben tätigen werden, sodass wir dann neue Luft nehmen, um eventuelle Nachrichten dann nochmal zu verkaufen in diesem Währungspaar. Nachrichten sind das eine, Spekulationen natürlich auch mal das andere. Jetzt wird ja spekuliert, dass eben tatsächlich dann im Dezember die Fed die Zinsen dann mal erhöhen dürfte. Auf der anderen Seite von der EZB erwartet man immer eine noch expansivere Geldpolitik. Also geht ja so ziemlich auseinander, was man quasi jetzt von den Notenbanken erwartet. Was heißt das dann jetzt für die weitere Entwicklung am Markt, also sowohl für die Währungsseite, aber natürlich auch für den Markt selber, also sprich für DAX und Co.? Also wir haben ja das Protokoll der Notenbanken gesehen, einmal am Mittwoch von der FED und gestern von der EZB. Die FED, die hat die Rhetorik ein bisschen nicht so stark ausgeweitet. Also im Protokoll war es nicht eindeutig klar, ob es jetzt im Dezember die symbolische Zinsanhebung gegeben wird. Deswegen hat da der Euro ein bisschen positiv reagiert. Allerdings hat dagegen die EZB ganz klar gesagt, die Risiken sind da, dass das Inflationsziel, das selbstgesetzte Inflationsziel von 2% vielleicht nicht erreicht werden dürfte langfristig. Deswegen gehen da die Marktteilnehmer wieder andersrum auf eine expansive Geldpolitik hin, sogar dass der Zins vielleicht sogar nochmal gesenkt werden wird. Das wird am 3. Dezember der Fall sein. Sehr spannend, kann natürlich auch überraschend nichts passieren und dann gehe ich natürlich von einer starken Rallye aus. Im Chart zum Euro-US-Dollar ist sehr viel vorweggenommen. Also das ist eingepreist. Einmal in Amerika die Zinsanhebung und weitere Schritte vom Herrn Draghi. Deswegen sind wir hier so sehr ausverkauft, dass es sogar zu einer Überraschungsrallye kommen könnte. Weil wenn die Kuh vom Eis ist, das ist immer die Unsicherheit. Wenn alles auf dem Tisch liegt, dann ist Erleichterung da und da kann dann die Gegenbewegung einleiten. Im DAX ist das ein bisschen anders. Geld im Markt bringt natürlich steigende Kurse. Und die Weihnachtsrallye, die Jahresendrallye steht noch bevor. Also da haben wir noch einige Punkte, die nach oben offen sind. Also da können wir durchaus noch weitere Kurssteigerungen erwarten. Also Punkte nach oben offen, Punkte gibt es auch auf der Marktagenda bei den Terminen in der kommenden Woche. Worauf achten Sie da ganz besonders?
Also wir haben Wirtschaftsdaten, die Berichtssaison, die ist ja jetzt ausgelaufen, da erwarten wir jetzt nur noch ein paar Nebenwerte. Allerdings haben wir den BIP in Deutschland, in USA, IFO in Deutschland am Dienstag. Das wird sehr spannend werden, wo ich noch den Verbrauchervertrauen in den USA ein bisschen Gewichtung gebe, aber auch die Auftragseingänge, die sind dann auch am Mittwoch. Spannend wird der Donnerstag für den deutschen Markt, weil der große Bruder da nicht handelt, da haben wir Thanksgiving. Nach Thanksgiving ist immer dieser umsatzstärkste Tag in den USA, der Black Friday. Hierauf werden wir ganz genau schauen, wie viel Umsatz da getätigt wird, weil das ist oft als Einleiten einer Weihnachtsrallye oder vielleicht fällt sie deswegen aus. Aber in der Regel die letzten Jahre hat man da immer sehr starke Umsätze gehabt. Ist jetzt auch die spannende Frage, wie geht es jetzt weiter für den DAX? Die 11.000 hat er in dieser Woche mal wieder nach oben eben durchbrochen. Aber die Frage ist, das haben wir zuletzt ja ein paar Mal gesehen, wie nachhaltig ist das dann? Was ist hier Ihre Prognose? Also wenn wir die 11.000 Punkte beim DAX sehen, das ist ja jetzt kein starker Chartwiderstand, das ist eher eine symbolische Marke. Allerdings sind wir da durch. Wir haben auch einen Abwärtstrend im DAX nach oben verlassen. Spannend ist auch, wie der DAX reagiert hat auf die Anschläge in Paris. Das hat er sehr leicht weggesteckt. Also eine schwächere Öffnung mit einer sehr starken Rallye. Das sehen wir, die Dynamik, das Momentum im DAX, wie die Kurse, wie die Marktteilnehmer da noch rein möchten in den Weihnachtsrallye, in die Jahresende. Also ist da noch Luft nach oben da. Nächste Woche vielleicht nicht unbedingt, weil die Wirtschaftsdaten sind jetzt nicht so wichtig. Aber dann im Dezember, wenn dann wirklich die Notenbanken tagen, da könnte vielleicht sogar die 12.000-Punkte-Marke in Angriff genommen werden. Also noch Luft nach oben und dann schauen wir mal, wie es mit der Weihnachtsrallye aussieht. Herr Baczynski, vielen herzlichen Dank fürs Interview. Gerne. Liebe Zuschauer, Ihnen vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Mehr Market Insight unter gkfx.de. Ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Handelswoche.